Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blockbuster Box von Afrop und Semi Deluxe bzw. ASD. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. ASD, Afrop und Semi Deluxe, freut mich sehr, dass die beiden wieder zusammengefunden haben. An alle, die vielleicht noch nicht so lange im Bereich Deutschrap dabei sind bzw. sich nicht mehr erinnern können oder einfach nur zu jung waren. Die Formation ist nicht das erste Mal zusammengetreten, sondern es gab bereits 2003 ein Kollabo-Album von Afrop und Semi Deluxe. Wer hätte das gedacht, hieß das damals. Und jetzt, nach vielen, vielen Jahren, haben sie es wieder gemacht. Blockbuster heißt das Ganze. Wir haben hier eine flache Vinylbox und ASD Proudly Presents Blockbuster lesen wir hier. Und hier haben wir die beiden in solchen Regiesesseln. Also es sieht aus, als würden die beiden gerade einen Film drehen. Semi Deluxe hier mit kritischem Blick und rauchend. Und Afrop hier mit dem Lautsprecher dürfte sich gerade beschweren darüber, dass irgendetwas nicht nach Plan läuft. Also es sieht auf jeden Fall sehr aufgebracht aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das Cover. Auf der linken Seite haben wir ASD Proudly Presents Blockbuster und 4Music. Unter Seite haben wir Credits und das Logo von ASD. Rechte Seite nochmal Blockbuster, ASD Proudly Presents. Oberseite blank. Und auf der Rückseite haben wir nochmal beide Künstler abgebildet. Die Credits, einen Barcode und was haben wir hier? Die Tracklist, also A, B, C, D-Seite der Vinyl. Alles klar. Wir schauen mal, was sich in der Box befindet. Wir haben etwas Platz. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, ein Schlüsselband, das Album. Es dürfte dann wohl ein großes Poster sein. Dann haben wir hier noch einen Tourflyer. Und zum Abschluss die Vinyl. Okay, die Box sieht von innen so aus, also schwarz und orange. Das ist ja so eine flache Vinylbox, wir machen das Ganze jetzt mal wieder zu. Und wir fangen wie immer an mit dem Album, mit der CD. ASD Proudly Presents Blockbuster, das Cover wie auch schon auf der Box. Und auf der Rückseite ebenfalls wie auf der Box die beiden Herren im Großen, also groß dargestellt. Und wir haben insgesamt 15 Tracks. Wir haben Features, genau zwei, nämlich Max Herre und Nena. Meine Favoriten des Albums von den Tracks sind Nummer 1, Die Partei und Nummer 14, Großes Finale. Das sind meine Favorites. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Also wir haben hier einmal ein Booklet, klarerweise. Das überraschend leicht rausgeht. Gefällt mir. Also, wir haben hier auf der ersten Seite das ASD-Logo Afrop Semi Deluxe. Hier haben wir die ganze Tracklist aufgelistet. Eine Aufnahme von Afrop. Blockbuster und jede Menge grünes Kraut. Blockbuster, die Info, wer die einzelnen Tracks produziert hat. Dann haben wir hier noch die Credits. Und die beiden Herren, die womöglich gerade einen Film ansehen mit Popcorn und 3D-Brille. Eine Aufnahme von Semi Deluxe. Und hier nochmal beide, plus das ASD-Logo und die Online-Auftritte. Sehr schön. Ja, kann man natürlich als Wendy-Cover verwenden, diesen Teil hier. Muss ich ehrlich sagen, ich bevorzuge das hier. Aber das hier sieht auch nicht so schlecht aus.
Gut, Booklet wandert wieder zurück. Das ist die CD, ASD Blockbuster in ja, schwarz bzw. so ganz dunkelblauer Blockbuster und ASD in gelb. Alter! Diese CD in so einem richtig knalligen Hellgelb habe ich überhaupt noch nie gesehen, sowas. Blockbuster hier hinten. Also, gefällt mir richtig gut. Bin ein Riesenfan von so bunten CDs, aber das hier, also ich hatte schon Orange, so knalliges Orange, Schwarz, Rot, aber sowas hier, absolute Premiere. Respekt, geile Sache, feier ich. Okay, dann haben wir die Vinyl, Blockbuster, selbe Cover wie auch schon auf der Box. Rückseite genau gleich. Von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier wieder die Info zu den Tracks. Wer hat produziert? Wer hat gefeatured? Wo wurde das Ganze aufgenommen etc.? Dann hier nochmal die beiden Herren mit dieser, ja, diesem Kinofoto. Und dann haben wir natürlich einmal die erste Vinyl. Diesmal dieses Cover, das wir auch schon in der CD als Wendecover hatten. Und hier Afrop. Das Ganze geht oben auf. Okay, spannenderweise keine... Ja, oh ja, das ist ja schon die Papierhülle, stimmt, deswegen nichts mehr. Kein weiteres Cover. ASD, hier haben wir die ersten vier Tracks. Es ist echt, also die Farbe, die macht mich fertig. Das ist so, die CD ist ja auch schon in diesem... Ja, das ist so ein Zitronen... irgendwie, es erinnert irgendwie so an einen Schlecker, an einen Lolli. Also es schaut echt aus wie eine Süßigkeit. Also, man könnte man hier irgendwie drüber schlecken oder direkt reinbeißen. Also kranke Farbe auf jeden Fall. Und hier die nächsten vier Tracks. Das ist dann die B-Seite. Das Ganze zurück. So, lala. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Vinyl, weil es eine Doppelvinyl ist. Und hier haben wir einmal Semi Deluxe und hier nochmal diesen Blockbuster-Schriftzug. Sieht so ein bisschen erinnert so an Hollywood. Und hier die ganzen, ja, Buds. Und dann haben wir hier die D-Seite mit drei Tracks und natürlich dann auch noch die C-Seite. Mit vier Tracks. Also das ganze Album ist sowohl als CD als auch auf Vinyl hier vorhanden. Na, gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, speziell auch diese farblichen Besonderheiten, sowohl in der CD als auch die Vinyl in diesem knalligen Zitronengelb. Gefällt mir echt, echt gut. Dann haben wir diesen Tourflyer. Ja, den zähle ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt. Sieht so aus, einfach die Tour-Dates hier abgedruckt, quadratischer Flyer. Dann haben wir ein Schlüsselband, Lanyard, Schlüsselband, Keychain, wie auch immer man es bezeichnen möchte. ASD lesen wir hier, Afrop Semi Deluxe, dunkelblau, weiß und gelb die Farbkombination, Rückseite blankgelb. Und hier vorne ein Metallkarabiner, wo wir natürlich Schlüssel bzw. ja, Festivalpässe oder irgendwas einhängen können, je nachdem. Dann haben wir ein Poster. Schauen wir uns gleich mal an, was wir darauf sehen. Ja, ich habe es befürchtet. Also, hier haben wir auf der einen Seite Blockbuster wieder. Dieser Hollywood-ähnliche Schriftzug mit dem ganzen Kraut. Und bevor ich es umdrehe, wir haben hier unten noch im Eck links ASD Music und die Facebook-Seite von Semi Deluxe angeführt, beziehungsweise Afrop Semi Deluxe, also ASD. Und hier auf dieser Seite nochmal das Logo Afrop Semi Deluxe. Rückseite des Posters sieht folgendermaßen aus. Wir haben Semi Deluxe, der hier gerade eine, ja, Spezialzigarette raucht.
Und auf der rechten Seite haben wir Afrop und den Blockbuster-Schriftzug, wieder inklusive der Online-Auftritte der beiden. Also wenn, würde ich auf jeden Fall diese Seite bevorzugen. Gefällt mir deutlich besser als der Spinat. Auf der anderen Seite. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch, wie so oft, ein T-Shirt. Ein T-Shirt in, ja, was ist das für eine Farbe? Schwarz, dunkelblau, Navy. ASD Afrop Semi Deluxe sieht man hier mit diesem Sternchen unterteilt. Und wir haben es zu tun mit einem, ausnahmsweise mal kein Gilden und kein Fruit of the Loom, sondern ein Souls Regent Größe L. Das Ganze ist leider schwer zu lesen. Ist wieder nicht scharf. So jetzt. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. So, Neckprint haben wir keinen. Und wir schauen uns nochmal kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier in diesem schwarz-dunkelblau ASD dann weiß drüber und dann in gelb den Schriftzug Afrop Semi Deluxe, unterbrochen hier von diesem weißen Stern. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von gelb. Gelb und grün sind meine absoluten, ja, No-Go-Farben. Ich habe absolut kein Kleidungsstück in gelb oder grün in meinem Besitz. Allerdings hier, nachdem es hier wirklich das T-Shirt ja nicht gelb ist, sondern wirklich nur der Schriftzug, finde ich es voll in Ordnung. Und gerade dieses Logo ASD hat was, gefällt mir sehr gut. Erinnert mich ein bisschen so an den geschwungenen Schriftzug von SMS Audio und kann man trotzdem meiner Meinung nach gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt Größe L. Dieses Poster doppelseitig bedruckt im Querformat. Dieses Schlüsselband, dieser Schlüsselanhänger. Das Album. Und die Vinyl, die Doppelvinyl Blockbuster. Das alles in dieser wunderbaren Box Blockbuster von ASD. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung zu dem Album bzw. zu der Box ist. Schreibt mir diese in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr ASD unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.